Herzlich willkommen, liebe Wanderverliebte. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind heute im Moseltal bei Bernkastel-Kues unterwegs und wir gehen die Burg Olymp-Tour. Ja, die Tour ist etwa 7,1 Kilometer lang und führt uns für die Kürze der Strecke über stolze 298 Höhenmeter nach oben. Und wenn ihr wissen wollt, wie diese Olymp-Tour ist, dann bleibt dran.
Ja, Jungs, dann auf einen schönen Abend. Mhm. Jawohl. Prösterchen. Prost. Wir befinden uns kurz vor dem Ziel des heutigen Weges und kommen daher zum Fazit. Die Strecke lässt sich beschreiben als ein kurzer, aber sehr fordernder Spaziergang. Es geht über einige Höhenmeter und gerade beim Rückweg braucht ihr auf jeden Fall ein bisschen Trittsicherheit. Als Tipp könnten wir euch geben, dass ihr bei der Burg Landshut selber parkt. Da spart ihr erstens mal die Parkkosten, weil unten im Bernkastel-Kues, da zahlt man 12 Euro pro Tag. Und ihr könnt den Olymp eigentlich auslassen, das heißt, ihr könnt an der Kapelle eigentlich geradeaus weiter direkt zur Burg. Dann habt ihr den Weg auf 3 Kilometer verkürzt bei dem Olymp. Der lohnt sich nicht wirklich, weil beim Olymp hat man irgendwie das Gefühl, the world is da. Ja, der Topper hat es gerade schon gesagt, also den Abschnitt zum Olymp, der hat uns nicht so sehr gefallen. Da geht es teilweise über breite Forstwege, der Weg ist relativ monoton. Und dann auch am Anfang und am Ende, da gibt es auch ein paar Asphaltabschnitte, die haben uns auch nicht so sehr gefallen. Was uns allerdings sehr gut gefallen hat hier, ist einmal die Kapelle selber direkt zu Anfang der Strecke und natürlich die Burg hier oben, die natürlich auch eine herrliche Aussicht bietet. Also wirklich, wenn man dem Tipp vom Topper folgt und dann wirklich die Straße hier hochgeht, dann wird man wirklich, sage ich mal, von Anfang bis Ende mit super Aussicht belohnt, die halt natürlich auf dem Weg zum Olymp hoch nicht gegeben ist. Daher geben wir der Tour unter dem Strich 5 von 10 Punkten. Ja, an der Stelle bedanke ich mich ganz herzlich bei Thomas und Topper für die nette Begleitung. Schaut bei den beiden auch mal unten in die Videobeschreibung, da habe ich die Kanäle verlinkt. Und ansonsten sagen wir noch, wie immer, Abo, liken, kommentieren, werden wir mit einem Herz quittieren.